zweiten Lauf kam das 27-jährige Geburtstagskind mit der weichen Neuschneepiste hervorragend zurecht und zählt nach ihrem Sieg in Piancavallo sowie dem heutigen zweiten Platz zum Favoritenkreis für den Slalomwettbewerb von Calgary. Wie beurteilt sie ihre Aussichten 3 Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele? Platz 1 aber sicherte sich in Bad Gastein Vreni Schneider aus der Schweiz. Die Riesenslalom-Weltmeisterin von Crans-Montana fuhr in beiden Läufen die Bestzeit, 62 Hundertstel Sekunden am Ende ihr Vorsprung vor Christa Kienshofer-Gütlein, die nach dem Wettbewerb selbstkritisch anmerkte, dass sie im ersten Durchgang zu vorsichtig gefahren sei.